Hallo und herzlich willkommen. Heute ist es mal ganz Besonderes. Dreadnought wird nicht von mir alleine gespielt, sondern ihr seht oben und der hier schon, Riokat ist dabei. Hi Rio. Hallo zusammen. Hallo, auch von mir. Und sowohl Rio und ich. Hundebellen. Und die Hundebellen. Also die sind auch dabei, die zocken noch nicht. Ja, und wir beide spielen hier ein Ründchen. Genau. Was nehme ich denn für ein Schiff? Ich glaube, ich nehme eins der Hero Ships. Hast du schon mehrere Hero Ships? Ja, ich habe mir das große Founders Pack gekauft. Da hat es. Das dicke. Habe ich zum Beispiel noch nicht. Ich glaube, ich werde mir das Founders Package übrigens auch holen. Einfach aus dem Grund, weil mir das Spiel echt Spaß macht. Ich muss sagen, ich habe es jetzt ein paar Runden schon gespielt. Ich habe erst eine Folge aufgenommen, die habt ihr ja schon gesehen. Das ist jetzt die zweite Folge heute mit dem Alcaramba. Aber ich habe schon ein bisschen mehr gespielt. Anfangs war ich mir ein bisschen unschlüssig und mittlerweile gefällt es mir richtig gut. So, ich werde erstmal mit dem Schiff starten. Wir können ja im Spiel immer noch variabel unser Schiff quasi ändern. Also wir können uns noch ein anderes reinwarpen, was auch sehr schön ist. Ich hoffe, dass wir jetzt noch einen Spieler mehr bekommen, weil aktuell sind wir nur zu viert gegen fünf. Das ist ein bisschen unglücklich immer. Wer ist da? Das sieht aber auch cool aus, das Schiff, was wir da haben. Oh, was haben wir da hinten? Oh, ich wurde schon direkt angegriffen. Wir haben auch kein Unterstützungsschiff gerade, ne? Nee, das ist also gerade. Aber du kannst also hier immer noch viel rausholen, indem du einfach das bessere Team hast, im Sinne von einfach zusammenhalten. Also. Ja, weil man sich später auch regeneriert, ne? Ja. Also ich habe das so oft, dass Spiele verloren oder gewonnen werden, weil einfach eines der beiden Teams nach vorne rusht oder ein Spieler immer wieder. Ich muss nur hier die Lautstärke, sonst. So, jetzt bist du auch besser zu hören. Was ist denn da hinten explodiert, hey? Das könnte wirklich ein Ding gewesen sein. Nee, eine Nuklearkanone schaut nochmal besser aus. Ja, die ist riesig, so Nuklearraketen. Ich werde mal auf meine Waffensysteme switchen. Ein bisschen. Yeah, den Assist habe ich bekommen. Hallo, Waffensysteme. Also manchmal ist das... Ich muss mir das auch mal anders legen. Der ist weg. Oh, warum stirbt denn der da oben so? Missiles. Aber es ist echt ungünstig, dass wir nur zu viert sind. Das ist doof. Ach, der wird da hinten geheilt von dem. Ah, da oben kommt aber einer. Ich mach mal. Ja, ja. Damage Amplifier und Weapon Breaker an. Jetzt. Genau, das macht jetzt der falsch. Der kommt jetzt alleine auf uns zu. Ja, der hat noch seinen Kollegen damit dabei. Ja, aber wenn wir alle Damage auf den machen, sollte es eigentlich... Aua, 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 ich muss meine Schilder anmachen. So, der ist raus. Final Blow habe ich bekommen. Ja, sehr gut. Ich muss Tractor Beam an, auf das Unterstützungsschiff. Ich muss jetzt nur hier, ich werde da von vorne von einem gut aufs Horn genommen. Ah, ich komme hier nicht so gut raus. Ja, leider von vorne die ganze Zeit. Und jetzt macht einer von uns den Fehler, fliegt jetzt hier gerade drüber und wird dann eher rausgenommen. Boah, hey. Was ist denn da gerade explodiert? Das war, glaube ich, sogar wirklich nur das Schiff, das da oben war. Wo ist der denn? Da ist der. Ja, New Rank. Aber mittlerweile sind wir übrigens Platz. Wir sind übrigens mittlerweile 5 Leute. Gott sei Dank. Das ist schon mal gut. 15, 20, enge Runde auch noch. Oh, da ist was. Oh, jetzt muss ich nachladen. Ich Trottel, hab nicht aufgepasst. Guck mal, dass wir an den Rand kommen hier. Oh, du bist da ganz schön. Ja, ich hab's nicht aufgepasst, leider. Ich hab dummerweise nicht aufgepasst. Ja, das ist eben, was passiert. Auf einmal massiv Schaden bekommen. Das passiert schnell, wenn auf einmal. Man ist so drin, hat einen Gegner, den man visuell wahrnimmt und dann geht man einfach nur noch auf den Rest. ich bin überlegen, was haben wir gerade für Schiffe? Zerstörer. Zerstörer, haben wir eine Korvette? Ich probiere mal die Korvette aus, ich wollte die schon immer mal probieren. Die ist ja extrem schnell. Final Blow. Boah. Und hat auch Heavy Torpedos und Cloaks. Online, Captain.
Oh, ich komm hier. Dicks Damage. Ah, und dann werde ich rausgenommen. Ich glaube, ich... Was haben wir denn eigentlich für Schiffe? Ich sehe es leider gar nicht. Was? Ich probier's mal mit... Oh. Der Fulgora. Jetzt muss nämlich langsam mal was passieren hier. Oh, der ist weg. Ja, schade. Ach, man kann ihn auch noch explodieren lassen. Das ist ja interessant. So, was haben wir denn da? Beam-Turrets, also, die müssen auch stark sein. Bitte? Beam-Turrets scheinen auch stark zu sein. Ja, nee, die machen... Ich spiele die Fulgora, spiele ich immer mit den normalen. Die machen Double irgendwie Auto-Cannons? Ja, die machen viel mehr Damage auf schnellen Burst. Ist es die Agora, die ich hier gerade habe? Die Corvette? Ja. Die spiele ich auch gerade. Schießt da mal Torpedos rauf auf das Ding da. Ey, du musst kommen, schnell schießen und wieder weg. Das. Torpedos bin ich noch nicht so krass dabei. Irgendwie treffe ich mit den Torpedos nie. Das ist so mein Problem. Aber spaßig ist die. Ja, absolut. Au, 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 au. Ich krieg gerade irgendwie Fett auf die Nase. Wow. Das war's ganz schön knapp, du. Ich bin mal wieder gecloaked. Und ist relativ lange in der Tarnung, ne? 30 Sekunden oder so ist er. Also ja, verhältnismäßig ordentlich. Ah, oh, lol, ich bin in meinen eigenen Torpedo geflogen. Okay, der ist raus. Ja, Torpedos muss ich noch echt ein bisschen lernen. Ich muss näher ranfliegen, glaube ich, mit dem Cloak. Ja, fein. Kann man irgendwie nachladen? Mit R? Taste? Mit R. Laden wir mal nach. So, die nächsten Torpedos sitzen aber. Ja, sobald es oben übrigens grün wird, das habe ich aber selber auch lange nicht gesehen, dann ist das sozusagen, bist du in Reichweite. Fliegen da automatisch ran, die Torpedos? Ja, also sobald du Torpedo Reichweite bist, ja. Final Blow. Alter, der hat aber auch einen Burst. Boah, jetzt muss ich... Hahaha, Anti-Missile-Puls. Wuhu, und ein Cloak. Oh, Cloak ist kollapsed, das ist schlecht. Ich bin jetzt unten an den ran. An meine Torpedos, obwohl die aufgeschaltet sind? Jetzt. Ständig aufhört, auf mich zu schießen, ey. Torpedos! Eieiei, machen die einen Schaden, hey. Ja, wenn sie dann nah dran und dann läuft das Ding richtig gut. Aber am besten noch mit E dann aktivieren, dass du den Damage verstärkst und dann geht's mal richtig rund. Auch beim, ja. Bei den Torpedos? Alles dann in dem Augenblick. Okay. Also das mache ich jetzt gerade übrigens wieder. Machen wir den Afterburner, dass wir da rankommen. Uah. Schaden auch noch aufbringen. Und Assist. Ups. Und dann immer mit Afterburner weg. Und dann läuft das Ding. Lieg jetzt nochmal an den Dolby ran. Dolby Digital. Activate
Boah. Ja, das Ding ist, also gegen leichte Ziele krass. Ist das so krass stark. Gleich mal wieder in den Klo gehen. Das ist ja mal ein cooles Schiff. Also das macht Spaß. Ich muss sagen, die Corvette wird wahrscheinlich eines der nächsten Schiffe sein, die ich mir kaufen werde. Nicht gleich an den nach hinten ranfliegen. Cloak hält ja noch ein bisschen. Dann hau ich dem noch mal ein bisschen Torpedos rein. Das war genau jetzt. Sehr schön. Oh, guck dir das an. Das Ding ist krass. Rampage. Und weg. Und ab wieder in den Cloak. Ich hol mir jetzt Teil. Da hinten müsste noch eine Artillery Cruiser stehen. Den, glaube ich, hole ich mir jetzt mal. Oh, ja. Ja, da steht ein Artillery Cruiser. Schien gerade reingeworfen zu sein. Bam! Final! Boah, also mal, was war das denn gerade? Alter Schwede. Also, ja, die Fulgara macht gegen leichte Ziele grandiosen Spaß. Oh, das war eine dicke Explosion. Uiuiui. Das war, glaube ich, eine Nuke. Wo fliegst du denn jetzt hin, ey? Okay, der ist, glaube ich, ja. Boah, Corvette Warfare Ribbon. Den habe ich gerade mit den Torpedos noch rausgenommen. Ich hab's gesehen, ich war gerade dahinter. Dicker Damage. Bist du das? Ja. Ja. Ja, das wird ein ganz klar dominierender Sieg, würde ich mal sagen. Gleich mal wieder cloaken. Auf die, auf die Hygienespray oder auf die Torfin? Torfin? Okay, bin dabei. Stirb! Captain Kill und der Sieg! Ja, das war's. Geiles Spiel. Also es macht echt Fun, es macht echt Bock. Kann man, also, nicht sagen. Kann man nichts anderes sagen. Also es kristallisieren sich auch schnell Klassen raus, mit denen man einfach besser zurechtkommt und schlechter. Also ich bin so, bei Dreadnoughts bin ich super schlecht, aber hier Fulgora macht brutalen Spaß. Ich komme mit den Dreadnoughts eigentlich auch ganz gut klar, wegen dem Warp-Antrieb, aber der ist irgendwie für mich persönlich, ist der Warp-Antrieb essentiell bei den, ja, bei den Dreadnoughts. Unbedingt, unbedingt. Also was anderes braucht man da gar nicht mit reinbauen. Plasma Ram, Nuclear Missile und Damage Amplifier habe ich freigeschaltet. Alter, da haben wir uns aber mal ganz schön performt hier. Du Platz 1, ich Platz 2. Ja, krass, dass ich so einen hohen Score habe. Ja, lief ordentlich. Ja, dann würde ich sagen, schöne Folge. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Und ja, schönes Together. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.